Schnell mal springen. Was? Moment. Creeper fressen Spieler? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch. So. So, das war's. Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir wieder hoch, oder? Scheiße, da ist nichts mehr. Juvi. Oh Mann. Juvi, es ist alles ausgeplündert. Wir haben alle Ressourcen dieser Welt bei uns. Alles in Kisten verstaut. Ja. Das muss man wirklich mal machen. Die komplette Welt. Ich hab grad auch was zu essen, ne? Was? Vorsicht, Creeper rechts. Wo? Ah, da. Ah, doch noch geschafft. Sehr gut. Ich geh mal hier oben lang, guck mal. Ach, da hoch arbeitest du dich gerade? Okay. Geht nicht, ich komme da nicht hoch, ich bin zu doof zum Springen. Pam. Erstmal ein bisschen Licht machen und dann weiter. Weiter durch die Gegend eiern. Hier sind wir eine Menge Eisen. Was ist denn hier hinten? Wobei ich hier ein paar Diamanten gar nicht so schlecht finden würde. Okay, ich weiß, wo das ist hier. Wir hätten uns da gar nicht hochgraben müssen. Okay, egal. Oh, hier ist Eisen. Ich habe dafür noch einen Smaragd. Okay, ich habe Eisen und Kohle. Ja, heute ist hier große Materialien-Sammelschlacht. Große Loot-Party. Ja. Das wird schon mal in zukünftige Projekte. Wow! Oh. Ey! Alter! Was soll denn das? Du bist nicht mein Freund! Oh, guck mal, das ist noch ein Smaragd. Dann können wir nachher nochmal traden gehen. Na, schauen wir mal, was es so gibt. Haben wir ja extra unseren Weg für ausgebaut. Genau, die Handelsstraße, die eigentlich voll cool ausgebaut ist. Nee, aber immerhin haben wir einen Weg dahin. Ja. Guck mal, da oben geht's auch noch weiter. Ja, ich schau nur gerade hier, weil ich höre hier irgendwo Spinnen in der Nähe. Ah, das war eine Fledermaus. Was ist denn hier? Schock mich nicht so, du Arsch. Ich sehe dich gerade gar nicht, ey. Spinnnetz. Ich weiß auch nicht, wo du gerade bist. Du bist wahrscheinlich noch weiter hinten. Ja. Also ich bin da, wo wir eben gerade auch waren. Ah, da bist du. Bist du in der Richtung rumgegangen, oder? Ich bin auf jeden Fall hinter dir. Oh, warte, ich muss erstmal was essen. Sonst kann ich nicht mehr rennen. Nom 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 nom. Lecker war's. Und das Wichtigere ist, sonst kann ich nicht mehr recken. Das stimmt. So, hier haben wir nochmal Kohle. Da hinten ist Eisen um die Ecke. Ja, ich habe auch hier gerade noch Eisen. Nicht zu knapp. Was wir heute wieder hier sammeln, das ist ja... Oh, da ist noch ein Smaragd, Alter. Was denn hier kaputt? Ja gut, Smaragde sind ja eigentlich so die Standardwährung mit den Dorfbewohnern. Das heißt, da wird es schon ein bisschen mehr geben auch mit. Naja, so viele aber auch nicht. Also du kriegst ja halt meist nur einen. Ja gut, ein, zwei, ja. Ui, Ballas. Ja, warte. Wo bist du? Das frage ich dich. Irgendwie bin ich hier auf der anderen Seite von. Ah, lol. Wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, ich bin da einfach dem Gang gefolgt. Ich weiß nicht, wo du rum bist. Hier, guck mal da hinten, da will ich lang. Warum? Weil es da gefährlich aussieht? Weil es geil ausschaut. Okay, dann gehen wir mal da lang. Hui, so. Alter, das ist aber wirklich geil. Alter Vater, ja, und wie? Ah! Oh Gott. Irgendwas haut mich. Das wird gefährlich, aber es wird ein Abenteuer. Ja, das ist ja das Ziel. Oh, da ist ein Creeper. Boah, den habe ich gerade noch so tothauen können. Ich habe ein bisschen gezittert gerade, ehrlich gesagt. Das traurig, ja. Weil wenn der den Weg hier wegsprengt, das ist schon übel. Das ist schlecht, ja. Das ist total geil. Alter Vater. Da haben wir aber was gefunden. Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Sag Alter. 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 Oh Gott, wie kommen wir da jetzt runter vor allem, Link? Hui. Und vor allem, wo bist du? Ich bin runtergesprungen. Wo? Ich höre dich irgendwo. Ende, an der Ecke. Ach, da bist du, okay. Moment. Hier ist ein Spinnenspawner. Warte eben auf mich. Komme gleich. Nein, bitte nicht, es reicht. Ah! Ich bin tot. Was? Warum? Die Spinne hat mich runter in die Lava geschubst. Und ich komme nicht aus der Lava raus. Was? Nein. Wo ist denn die Oberfläche? Nein. Tja, so kann es gehen. Kannst du dich auch zu mir teleporten, oder?
Ja, aber mein Zeug ist alles verbrannt. Es wäre schlecht, sich jetzt in Gefahrengebiete zu porten. Wie komme ich jetzt? Will nicht alleine sein. Das glaube ich dir. Mir geht's nicht anders. Scheiße, das war schlecht. Das war schlecht, ja. Weil mich diese scheiß Spinne da runtergeschubst hat. Tja, dann heißt das jetzt, let's farm mit Juvi. Ohne genau, das. Juvi farmt ja ein bisschen und ich versuche ein bisschen, sag mal, Equip zu sammeln. Scheiße. Also ein Diamantschwert kann ich dir noch anbieten. Das habe ich noch, noch in meiner Kiste liegen. Ich überlege gerade, hatte ich irgendwas großartig, sag mal, Wertvolles gefunden? Ich glaube nur ein bisschen Eisen und so, das geht schon. Ja, das, ich glaube, das ist von dem Verhältnis her nicht so schlimm. Ist halt trotzdem jetzt gerade nur ärgerlich, dass du ohne mich da bist und ich ohne dich hier. Also, dass die Diamantklamotte weg ist, das ist scheiße. Ja, okay, aber, ach, es ist auch bei dem Server eigentlich sowieso total egal. Ja. Mal ganz ehrlich, ernst, also, wann haben wir mal die Monster an? Wir brauchen uns jetzt nicht großartig wegen irgendwas ärgern. Ja, es ist trotzdem, ich bin traurig. Ja, ich verstehe das. Oh, das ist traurig. Alles schmeckt. Und ich glaube, uns ist auch keiner böse, wenn du dich nachher wieder zu mir portest. Doch, ich bin böse. Wer bist du? Ich bin der böse, böse Wicht. Ich bin der, der alles immer doof findet. Und Ballas und Juvi sind doof. Vor allem Ballas, weil der ist gestorben, der Noob. Der kann gar nichts. Boah, wie heißt du? Ich heiße Ballas. Was? Ich lehne mich selber, scheiße. Auch das ist nichts Neues. Ja. So, ja, dann treibe ich mich hier eben mal ein bisschen alleine rum. Dann nutze ich die Gelegenheit und sag unseren Kühen mal, macht Liebe. Das ist eine gute Idee. So. Felder neu bewirtschaften. Lalalala. Ja, die Felder sind das erste Mal sinnvoll, ne? Das erste Mal wirklich, dass ich hier ein Feld abgehört, dass jemand ein Feld abgebaut hat von uns. Nicht das erste Mal, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das haben wir schon öfter mal gemacht. Ernsthaft? Ich glaube, ja. Also, den Weizen, den es hier gibt, das ist schon eine gute Menge. Also ich habe jetzt zwei Reihen abgebaut. Das sind 64 Stück gewesen. Die sind schöne Felder geworden. Ja. So. Steckt noch ein bisschen Arbeit drin, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, nee. Kann gar keine Arbeit drin stecken, oder? Aber du könntest dich sonst auf die Suche nach Kühen machen, dass wir Leder bekommen, wenn du möchtest. So, ich lasse gerade erstmal unsere Kühe ein bisschen Liebe machen. So. So, ich habe einen Smaragd. Ihr beide dürft auch mal ein bisschen aneinander rumfummeln. Sehr hübsch. So, auch eine Babykuh. Yay, Babykühe. Babykühe. Stehe ich ja total drauf. Auf Babykühe? Mhm. Bitte, mach mir Sorgen um dich. Ja, musst du gerade sagen. Ja, klar. Das ist ein Insider, das ist unfair, das jetzt breit auszuführen. Entschuldigung. Das hat nichts mit Kühen zu tun, das sind Schafe. Genau. Den Rest denkt euch selber. Den Rest dürft ihr euch selber ausdenken. Ihr dürft uns gerne eure Fanfics schreiben, was der Baller so alles macht. Bitte keine Bilder machen. Ich hab schon genug davon im Kopf. So, und ich rutsch gerade hier auf meinem Stuhl total runter, dass ich fast die Leiste nicht mehr sehe. So, warte mal, das musste... Dass mich diese Kackspinne erwischt hat. Ah ja, es ist echt ärgerlich, muss man sagen. Es war mein größtes Abenteuer seit langem. Und dann versaut mir das eine Spinne. Ich meine, was ist denn das? Eine Spinne, ey. Nicht mal von einem Creeper in die Luft gejagt. Ah, wenn, dann will ich von Creepern sterben, aber nicht von Spinnen. Na, jetzt hier, du blöde Fackel. So. Achso, ja. So. Eisenschwerter ging so. So, jetzt habe ich wenigstens ein Eisenschwert. Weißt du, was man mit Eisenschwertern machen kann? Kühe schlachten? Kühe schlachten, genau. Wenigstens habe ich jetzt wieder ein Original John Rambo Skin und nicht John Rambo in Rüstung.
So, ich kämpfe jetzt hier gerade erstmal mit einem Haufen Monstern. So, also ich erinnere mich noch. Huch, da ist es weg. Monster ist despawned. Hey. Nee, ich hab's runtergeschubst. Achso. Monster ist runtergeschubst. Und dadurch despawned. Yeah. Ist aber nicht despawned, das ist tot. What the fuck? Was denn? Ich werde hier gerade von allen Seiten angegriffen. Bisschen schlimm. Ich muss Kühe finden. Wo sind die Kühe? Ich habe Angst, Kinder. Ich habe Angst. Warum? Hier kann man überall runtergeschmissen werden. Das macht mir Sorgen. Ich weiß nicht warum. Ich hab da mal so was gehört, da ist so einer in die Höhle gegangen und wurde dann von der Spinne runtergeschubst. In Lava oder so? Mhm, genau. Voll scheiße, wie kann man so ein Noob sein, also bitte. Ich weiß auch nicht, aber hat er halt gemacht. Oder machen lassen. Apropos, ich sollte nicht so viel durch die Gegend rennen, ich verhungere ja schon wieder. Ja, auch daran muss man sich dann erstmal wieder gewöhnen. Ja, das ist unpraktisch. Wo könnte ich hier was zu essen finden? Schade, dass man Eier nicht essen kann. Du hast doch gerade Felder abgebaut, oder? Mach dir eben Brote aus Weizen. Stimmt, das ist ein guter Plan. Ja, hab voll gute Ideen. Ja, ab und zu ist der Juwesa ja sogar zu was nutze. Das ist yay. Hammer. Voll geil. Jo. So, komm. Hau den Baum kaputt. Hau ihn kaputt. Ist da drüben hin, scheiße. Ich will da irgendwie hin, aber irgendwie geht's nicht so richtig. So, dann machen wir da das. Da kommt eine Killerspinne. Scheiß Spinne. So. Hab ich sie mal weggekillert. Ach so, stimmt, das ging ja auch. Hey. So. Ein paar Brote gecraftet. So. Ich hab sie gegessen. Wo läuft, war ich hier schon? Bisschen die Übersicht verloren hier drin gerade. Ja, das kann vorkommen. Achso, halt. So. Ja, ich hab mir eine Holzaxt gebaut. Voll sinnvoll. Okay. Mit einer Holzaxt Holz fällen. Klingt gut, mach weiter. Ich mein, das ist doch eigentlich irgendwie voll seltsam, oder? Bisschen, ja. Mit einer Steinaxt okay, aber Holz? Holz auf Holz? Naja. Das kann ich mir auch irgendwie nicht so praktisch vorstellen, ne? So, wenn hier mit Holz dann so irgendwie. Also, mit Stein kann man sich ja noch vorstellen, ne? So faustkeilmäßig und sowas, dann daraus praktisch primitive Waffen machen. Aber jetzt. Huh! Ja, was ist los? Ich bin in die Höhle gefallen. Die hier einfach so mitten aus dem Nichts mich angesprungen hat. Die Höhle? Ja. Die Arschlochhöhle. Ich bin hier gerade in Eisgebieten unterwegs und hier gibt es nochmal ein paar andere Bäume. Da nehme ich jetzt mal ein bisschen was mit. Ja. Du bist jetzt hauptsächlich wegen Kühen unterwegs oder was? Ja. Ja, das ist gut. Eigentlich schon, aber wie gesagt, die Bäume, die bieten sich jetzt. Uah! Herrgott! Alter, hat mich dieses kleine Scheißvieh erschrocken. Fledermaus? Nein, so ein Mini-Zombie. Ah, okay. Alter Vater. Das kannst du dir in etwa vorstellen, wie ich mich damals in Bioshock gefühlt habe, als auf einmal das Viech hinter mir stand. Aber man findet es doch irgendwie geil. Ja. Ja, irgendwo schon, aber ich meine, das gerade war halt auch so lame, weil ich hörte den wohl, hab mich dann umgedreht, nichts gesehen und auf einmal hittete mich was von unten. Hallo, hier unten bin ich. Du hast voll in die falsche Richtung geschaut. Du ignorierst mich. Gib's zu, du liebst mich nicht so. Okay, ich habe einen Setzling von solchen Bäumen. Das sollte wohl reichen. Die Fichten hast du jetzt, oder was? Ja. Eine von den Randfichten, Hobby. Können wir uns davon auch mal ein paar züchten? Ja. Dann haben wir noch mehr dunkles Holz da. Oh, es schneit. Hey, hey. Und es wird Nacht. Ich erlaube mir einfach mal. Ja, macht hier unten für mich jetzt gerade eh keinen Unterschied. Eben deswegen. Und ich bin ohne Rüstung unterwegs, das ist ein bisschen doof. So zu versuchen, eine Nacht zu überleben. Während man auf Kühen sucht. So, dass mal eben ein Creeper hinter mir explodiert, aber das war geplant. Ist immer so geplant. Im Zweifelsfalle warst du geplant, ne? Genau. Ich weiß übrigens auch gerade nicht mehr, wo ich überhaupt lang gegangen bin. Das ist schlecht.
Aber ich auch nicht. Ach was. Wir finden schon wieder nach Hause. Mein Inventar ist voll. Ansonsten bauen wir uns beide neue Wohngebiete und... Ne. Und fangen nochmal von vorne an, weil wir nicht mehr wissen, wo wir herkommen. Genau. Ist zwar im Grunde alles für die Katz, aber... Ja. Egal. So. Meine Güte, wie das hier ausschaut, ey. Ich hab Kürbisse gefunden, aber da haben wir schon welche. Brauchen wir nicht. Hab ich die denn aufgenommen? Ach nee, Kürbisse, Melonen. Waren's, Melonen hattest du, ja. Hatte. Melonen hattest du auch gefunden, ja. Ja, ja. Also da hatte ich ein paar und du hattest ein paar. Boah, das war geskillt. Und wie das geskillt war. Du wieder alte Overskiller, hey. Ja, das war fett. Ah, okay. Ich kann den Creeper neben mich springen. Ich habe ihn einmal gehittet und damit gleich in die Lava geschlagen. So konnte er nicht explodieren. Was auch irgendwie komisch ist, oder? Ja, dass so normal passiert nichts, aber wenn er normal explodiert, aber wenn er in Lava fliegt, dann explodiert er nicht. Weil ja. Lava ja eigentlich doch irgendwie so ein bisschen heiß ist und wenn er Sprengpulver... Egal. Wir hinterfragen es nicht, es ist Fantasy. Und Fantasy hinterfragt man nicht aus Prinzip. Achso. Sollte man wissen. Aber eigentlich ist es auch ganz... Nochmal vorne. Aber eigentlich ist es auch ganz gut so. Jetzt hat's geklappt. Meinst du? Naja, ich meine, wenn der dir da die Steine um die Lava herum wegsprengt und du quasi daneben stehst, nicht cool. Eigentlich, wenn er in der Lava explodiert, dann müsste die ganze Scheiße dir ins Gesicht spritzen, also die ganze Lava, hey. Also auf einmal so die Lavatropfen ins Gesicht kriegst, das brennt doch wie Sau. Minimal. Ich kann mir vorstellen, das sind schon üble Schmerzen. Ich glaube, das geht. Ich bin Lava, ich bringe euch Tod und Verderben. Das probieren wir irgendwann mal aus, wie das so ist. Nee, muss nicht sein. Also du kannst es gerne ausprobieren, ich muss dann weg. Achso. Ich hab da ganz spontan was vor. Du hast sogar keine Freunde. Ja, und ist ja egal, ich hab aber was anderes vor. Ich wollte noch eine Runde Nase bohren. Ah, okay, das würde ich sogar verstehen. Wenn ich ganz oben bin, dann rufe ich, ich bin oben angekommen. Ist er fertig? Nein. Das hatte ich zwar auch im Kopf, aber ich wollte es nicht sagen. Juri, du enttäuschst mich. Erster? Nein, eigentlich machst du mich stolz. Ja, wenn ich deinen Humor anwende, ne, dann enttäusche ich dich. Ja, du hast so viel von mir gelernt, ich hab dich so verzogen, ich bin eigentlich... Hier sind überall nur verdammte Schweine.